Willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario Bros. Lost Levels, dem super tödlichen Action-Spiel. Welt 2 schon. Es geht voran. Und hier sind viele Koopas, könnte man meinen. Und deswegen muss ich auch erstmal sterben. Im ersten Part gab es einige interessante Stellen. Und ich hoffe mal, dass ich das ungefähr beibehalten kann. Gestern den ersten Part gemacht. Noch gar nicht gerendert oder so, einfach nur roh, die hässliche Drecksdatei. Gespeichert, und was war das für eine komische Art? Oh, Hallöchen. Zu euch sage ich nur Tschüss, ne? Was soll? Das scheint ja gut funktioniert zu haben. Nun gut, dann konzentrieren wir uns und schaffen das jetzt, weil da hängt ein Leben mit dran ab. Ja, genau, das Leben hängt davon ab. Und ja, bis gerade eben war ich im Stream von Parzeus P. Also der hat bis gerade eben Splatoon gestreamt. Und da muss ich ja mal sagen, will ich öfter sehen, ne? Also es gibt irgendwie keine Schutzzeit, habe ich das Gefühl. Es sind so Momente, wo ich mir denke, irgendwie wäre ja eine Wii U doch ganz cool. Aber ich kaufe mir lieber die nächste Konsole. Und dort hole ich dann die Wii U-Kracher nach. Und freue mich auf das Twilight Princess HD Remake. Ja, ich denke mal schon, dass sie es machen werden. 2018 zum Release am besten. Werde ich dann sterben in Mario Galaxy 3? Ne, ich glaube, das sollten sie. Wie wär's denn mit 2022 ein Remake von Super Mario Galaxy? Aber das Spiel sieht an sich schon ganz gut aus, ne? Also HD braucht das nicht unbedingt. Man weiß es nicht. Was man weiß, ist, dass ich jetzt hier abgehen werde. Ja, ich werde euch alle umbringen und zuerst fange ich mit Mario an. Ich muss wieder ein bisschen lustvoller hier, ein bisschen mehr abgehen. Ah, beziehungsweise wenn ich meine Videos gucke, also ich muss die ja schauen, ne? Ich mache es nicht freiwillig. Wenn ich die schneide, muss ich ja schauen, ob irgendwas drin ist, was raus muss, weil es gab schon mal Sachen, wo ich das vergessen habe. Und deswegen möchte ich gerne vermeiden. Vor allem, wenn das Video mal oben ist und dann merke ich das. WTF bin ich jetzt? What the fuck? Dann habe ich keinen Bock, das nochmal zu löschen und nochmal und. Hat keiner Bock drauf. Wieso hat das am ersten Mal funktioniert? Und jetzt nicht mehr? Das finde ich doof. Na, spiel es doch drum. Also. Alter! Also, ich habe gerade eine Idee für ein Let's Play. Fällt mir dazu spontan ein. Notiz an mich selber. Merk es dir. Ist da in der Röhre irgendwas? Im Wasser ist zumindest nichts. Na gut, was soll in der Röhre drin sein, außer so ein Bonus-Münzenscheiß? Wer braucht das schon? Original Mario Bros. Waren Münzen lebenswichtig. Jede Münze zählt. 100 Münzen ein Leben. Heutzutage in Mario Games. Ganz im Ernst. Fässer mit Münzen. Außer in Mario Kart 7. Aber. Sonst macht es doch niemand. Weil. Was bringen sie? Ganz im Ernst. Mario Galaxy bringen 50 Sternteile in Leben. In Galaxy 2 nicht mehr. Okay, jetzt langsam wird es aber ein bisschen lächerlich. Na, jetzt kann man sich langsam auch mal wieder darauf konzentrieren, eventuell ein bisschen zu skillen. Deswegen mache ich das jetzt. Pass auf, Konzentration, Skill. Da habe ich ihn ausgetrickst. Und nochmal. Boah, Alter, ist der gut. Der Junge ist so gut. Yeah, Geronimo!
ist ein Wort, was man gerade im Stream von Parzeus auch häufiger gehört hat. Yes! Ich wusste, dass das geht. Heilige Scheiße. Das war unfair. Was gab bestimmt einen Checkpoint? Da frage ich mich ja, ob es im Original Checkpoints gab. Geh doch weg, du Idiot. Wo bist du? Niemand mag dich. Giftpilz. Okay, jetzt fliegen wir nicht so weit. Oh shit. Komm runter, Mario. Geil. 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 Gabum. Nee. 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 Bah. Hier muss es doch irgendwo einen Pilz geben. Na hallo. Jetzt noch hochkommen. Hallo, wie geht's dir denn heute so, mein kleiner Freund? Ach so ein Quatsch, ich wollte ein Item haben. Ich seh's und mach einfach... Ja, ich will ein Item. Ja toll, was soll das? Wo komme ich jetzt raus? What the fuck, das hat überhaupt nichts ge... geh weg vor dem Giftpilz, Mann. Kurz mal als Randbemerkung, das ist immer noch das erste Level, ne? Und wir wollen jetzt die ganze Welt schaffen heute. Das ist doch nicht... Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin es nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Das ist... Irgendwer kenne ich dieses Lied. Der Noobes hat es mal gesungen. Aber nicht im Let's Play Part, weil er keine Let's Plays macht, weil er faul ist. Ja! Skill. Liebe Leute, das nennt man S-K-I-L-L. Welt 2-2. Kein Unterwasser-Level. Das wäre jetzt natürlich auch noch das, was ich unbedingt haben will. Nee, Unterhöhlen-Level. Untergrund-Level. Unter. Heilige Scheine. Sieht bisher einfacher aus. Oh Gott. Oh Gott. Nintendo Pleiase. Pleiase Nintendo. Okay, das sind strange Stories. Nee, strange Geräusche sind's. Yeah. Ja, ich bin Super Mario. Jonette? Ah, ich wollte gerade sagen, so, what the fuck, wie kommt man da hoch? Ja gut. Entschuldigung, habe ich was verpasst? Ich bin auf den Block nicht drauf gekommen. Ah, da muss ich ja fast weinen, oh nein. Oh nein, oh nein. Naja. Oh nein. Aha. Ich will doch nur dieses Spiel jetzt durchspielen. Oder ob ich es will. Es geht doch nur um die Klicks. Es geht doch nur um die Klicks. Boah, da müsste ich jetzt gerade Splatoon spielen. Wobei, das spielt auch jeder, ne? Momentan spielt wirklich jeder. Das würde keine Klicks bringen. Müsste meinen Titel schreiben. Hitler, er steht wieder auf. Und zeigt seinen... Ne, dann gibt's Klicks. Dann gibt's Klicks. Wenn man solche niveaulose Scheiße bringt, dann gibt's Klicks. Ich könnte auch reinschreiben, Mario entdeckt seinen Fetisch. Mario? Da! Der Ausschlag. Doch! Mann, ist das bescheuert. Ey, wer das irgendwer sieht, ne?
Warte mal, ist hier ein Checkpoint gewesen? Irgendwie sieht es hier so anders aus. Tatsache. Toll. Toll! Ey, ich hab mich durch den Panzer ein bisschen durchgeglitscht. Habt ihr es gesehen? What the fuck? Hi. Wisst ihr, was das Coolste ist? Freitag, und es war Samstag, also gestern, hat meine Religions... Lehrerin von meinem YouTube-Kanal erfahren. Tatsächlich. Und das liegt nicht an mir, sondern an einer Mitschülerin. Da habe ich jetzt mal gedacht, so, ja, pff. Juckt mich nicht. Weil, ehrlich gesagt, es ist mir weder peinlich noch sonst irgendwas. Schließlich sollte man hinter dem stehen, was man tut. Und deswegen ist es kein Problem. Die wird auch dann nicht nachsuchen, wenn doch, dann hi. @FrauK. Frau K. Punkt. Mehr sage ich jetzt nicht, falls sie sieht, hallo. Glaube ich zwar nicht, aber falls es so ist, ne, man soll ja immer mit allem rechnen. Wir haben uns damals nicht über Herrn B. lustig gemacht. Das war ein Irrtum. Mann! Ist wirklich so. Sie meinte mal, ich hätte mich über einen anderen Lehrer, der doch kein Lehrer war, sondern so ein, Referendar. War er, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, er war irgendwie, wie hieß das? Vikar, glaube ich, war der? Also, ich weiß, was ein Vikar ist, aber ich weiß nicht, ob er das war. Nee, meinte sie, ich und der Timo hätten uns drüber lustig gemacht. Aber das stimmte nicht. Wir hätten uns über die sinnlose Geschichte 3 unterhalten, die am Tag davor rausgekommen war. Und darüber ein bisschen gelacht. Und leider hat sie das falsch verstanden und dachte, wir hätten uns über den angehenden Pastor lustig gemacht, der da Religion gemacht hat. Die war ein bisschen scheiße. Hat sie mich vor die Tür geschickt. Aber das war ein Missverständnis. Bloß habe ich das damals nicht aufgeklärt. Warum? Naja, ich war mir nicht ganz sicher, ob sie mir glaubt. Sie war ein bisschen in Rage, sag ich mal. Und ich wollte nicht noch irgendwie alles schlimmer machen oder so, indem sie, indem ich ihr das, den Glauben geben würde, dass ich sie betrüge. Und belüge. Das ist total, hat eigentlich niemanden was zu interessieren, aber ich erzähl's einfach trotzdem. Einfach nur, um über die Fails hinwegzutäuschen, die die ganze Zeit passieren. Eines Tages, ne, wenn ich 2 Milliarden Abonnenten hab, ja, dann komme ich auch bei den YouTube Best of What Stories vor. Mit dieser Geschichte. Warte mal, ich muss einfach mit... Das geht nicht. Oh. Lol. Leel. Lal. Ich bin auf dem Klo. Es geht nicht. Ich komme nicht hoch. Ich weiß, dass es nicht geht. Ich wollte bloß einen neuen Versuch. Ah, schon 14 Minuten. Leute, die länger... Die lange Parts mögen, sind hier an der richtigen Stelle. Aber... Ach, Schulstories, ne? Könnte man viel erzählen. Eines Tages wurde ich auch von einer Piranha-Pflanze gebissen. In der Schule. Auf dem Klo kam die aus der Toilette raus. Geht ihr in der Schule aufs Klo? Also ich versuch's möglichst zu vermeiden, weil unsere Toiletten sind zwar nicht besonders schmutzig so an sich, aber es gibt halt da teilweise so Sachen, denke ich mir so, ich bin auf dem fucking Gymnasium, was ist hier kaputt? Also es gibt Geschichten, dass mal in Toiletten Jacken gefunden wurden, auf die dann drauf gekotet wurde. Kein Scheiß, da gibt's Fotos von. Das Ding, da denke ich mir so, bitte, bitte was? Das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Ich weiß sogar, wer wem die Jacke gehört. Und nein, ich habe nicht drauf gekotet. Der Cooper war's, Mann. Drecksvieh. Also, naja. Aber ich weiß so früher in der Grundschule. Da gab es irgendwie mal so einen Vorfall. Da wurden die... Was mit irgendwas mit den Türen? Die gingen nicht... Die wurden immer kaputt gemacht oder irgendwas. Von irgendwelchen Assis. Ne, asoziale Grundschüler, kommt vor.
Und was hüpft er so krank? Okay, ich bin krank und nicht Mario. Auf jeden Fall, die Türen würden irgendwie randaliert oder irgendwas von randalierenden kleinen COD-Kiddies in der Grundschule. Mhm. What the fuck? Da gab es allerdings wirklich welche, die das schon gespielt haben. Also zumindest so gewalttätige Spiele. Und ich mit meinem sexy Mario Kart DS. Boah, das ist das beste Mario Kart ever, Mann. Heißt nicht, dass andere Mario Kart scheiße sind. Das ist immer so eine Sache, wenn du sagst, ja, Ocarina of Time ist das beste Zelda, dann denken immer Leute, ah, ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es doch. Und ich wollte sogar noch bei anderen, mit einem anderen Level ein Safe-Set setzen. Ja. Ich versuche jetzt hier schnell durchzukommen. Nein. Okay, Notiz an mich selbst. Mach jetzt bei jedem Level ein Safe-State, den du, falls es Probleme gibt, also falls sowas passiert, dass du nicht das ganze Scheiß nochmal machen musst. Aber auf jeden Fall, dann wurden bei manchen Toiletten, ich weiß gar nicht, ob es nur bei den Jungs war, what the f- gibt es irgendein Wort, was mit fuck aufhört und nicht mit, ja, damit auch wieder aufhört? Man weiß es nicht. Fuck. Fuck. Gibt es ein Wort? Es muss doch ein Wort geben. In Deutschen. Guck mal auf die Zeit. Was ist das denn? Guck mal, wie schnell die abläuft. 3, 2, 1, 0, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Auf jeden Fall, abgelenkt, wurden dann bei manchen Toiletten die Türen rausgenommen. Also die, die man dann zumacht, damit man nicht beobachtet werden kann. Das ist... Scheiße ist das. Es war ein bisschen komisch. In der Grundschule bin ich, glaube ich, ein einziges Mal aufs Klo gegangen. Maximal, wirklich. Also das Einzige... Das ist halt echt... Bah! Ist genauso, wenn man Autofahren hat, ne? Dann... Und dann auf Autobahnraststätten versucht man das ja auch zu vermeiden. Weil das ist im Allgemeinen... Nicht unbedingt der hygienischste Ort der Wachlol... der Welt. Irgendwann war auch in der Grundschule mal so eine... Kackwurst... Kot... Ein Kot-Erzeugnis in Form eines aus Schwein gewonnenen Produktes. Wie Schmalz? Nee, aus Schwein gewonnen, ja. Lag halt daneben. Und irgendwann klebte auch mal sowas an der Wand. Gut, die Grundschule war auch aus sieben. Wir hatten viele. Bekloppte. Mario. Heiliges. Nein, geht das wieder los? Also, ich sag mal so. Wir sind bei fast 20 Minuten und ich habe nicht ein einziges Level geschafft. Ist okay. Komm. Runter. Nice. Jetzt komm. So, du gehst mal ins Himalaya. Warum dorthin? Man weiß es nicht. So. Bäh. So, ich mache aber jetzt ein Safe State. Ich werde natürlich nicht laden, das andere war natürlich auch aus Versehen. So, nicht, dass das nochmal passiert. Okay. Der Knopf ist halt noch da von Donkey Kong Country. Jetzt seht ihr mal. Fand, dass die aufgenommen ist. Nee, wo ich das aufnehme, ist Donkey Kong Country pausiert. Und momentan durch Metroid Zero Mission ersetzt. Hört ihr das? Wenn ihr das hört, das sind unsere Nachbarshunde. Und das geht jeden Tag. Teilweise stundenlang so, seit der Woche vor Weihnachten 2013.
Wuff. Ruhe da, ich brauche hier gerade Ruhe. Spinnt ihr? Ja. Das sind die krassen Stories, ne? Schulstories, das kann man immer wieder erzählen. Das ist einfach cool. Es ist auch so cool, wenn du dann heutzutage. Gott, wie lange bin ich nicht mehr in der Grundschule? 5 Jahre. Ne, wir haben jetzt 2015, 2010 wurde ich Gymnasium eingeschult. Nein. Wurde ich auf Gymnasium eingeschult, also jetzt 5 Jahre dieses Jahr. Wenn ich jetzt so Leute sehe aus der Grundschule, dann denke ich mir so, what the fuck, was da aus den Interessen geworden ist. Manche erkenne ich sofort wieder, denke ich so, die sehen noch. Selbstmordkobra! Die sehen noch genauso aus und manche, ich sehe den einen morgens, der immer. Der hat damit in der Grundschule auch schon geraucht und alles, aber. Ja. Ich tue das nicht. Ich let's play lieber. Andererseits. Um dieses Spiel hier auszuhalten, müsste man eigentlich auch rauchen. Und seine Sinne so übelst vernebeln. Ne? Erstmal kommt er gar nicht hoch und dann einfach zu weit. Ja, ich krieg halt nie einen hoch, ne? Oh Gott, ich hoffe wirklich, dass meine Religionslehrerin das nicht sieht. Nein! Herr, steh mir bei. Das ist doch alles blöd hier. Das ist doch alles dumm. Aber. Als ob der Part schon über 21 Minuten geht, man. 22 sind sogar. Ja, ihr müsst wissen, ich fange mal ein bisschen früher an, sag ich mal. Um dann halt noch zu synchronisieren und. Bläh. Och, nee, Mann! Schneemann! Hey, Mann! Ui. Hat fast einen Namen genannt. Ich komm da nicht hoch. Ich schaff das nicht. Ich bin einfach zu dumm. Ich muss das so abtimen, dass ich hochspringe, wenn die dreckige Scheißpflanze da weg. Es geht. Ich krieg's nicht gebacken. Oh Mann. Was ist das für ein Scheiß? Ich krieg's nicht hin. Es geht nicht. Vielleicht bin ich auch zu dumm. Könnte sein. Relativ unwahrscheinlich, aber. Je, das kann ich im Schlaf. Ja, gut. Manchmal sollte man am besten gar nichts sagen. Könnte ich auch Schulstorys so erzählen, aber. Ein andermal. Oder ich fange damit jetzt doch lieber an, weil das könnte noch ein bisschen dauern. Warum geht die Zeit so schnell? So schnell runter. Das ist doch total dumm. So, pass auf. Da ist der Schlaf. Nein! Ich hätte es geschafft, wenn ich gesprungen wäre. Was zur Hölle? Was quietscht hier? Die Mäuse kommen! Alte Ratte. Hier, wie heißt der? Die Ratten vom Käseland von Mario Kart. Super Circuit. Die sind jetzt hier bei mir. Wieso ich gerade auf Mario Kart Super Circuit komme? Hashtag Let's Play Teaser. Selbstmord Cooper. Ich meine, das ist ja kein Wunder, ne? Nach dem Super Mario Kart. Beim zweiten Let's Play, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Und Mario Kart 64 ist ja, glaube ich, keine Überraschung, dass auch Super Circuit kommen wird. Es geht nicht. Es. Sag mal, bin ich eigentlich geistig nicht ganz auf der Höhe der Zeit? Ich bin meiner Zeit voraus.
Jetzt, ich hab keine Anlaufmöglichkeit mehr. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt schon 25 Minuten sind. Und ich im Endeffekt nur ein Level geschafft habe. Gut, ich habe es doppelt geschafft, aber trotzdem. Das ist der Punkt, bei dem das Let's Play seinen Reiz verliert. Was macht der? Warum springt der runter? Was ist sein scheiß Problem? Es gibt Psychiater. Na, ich meine, die können dir helfen, mein Freund. Können sie wirklich? Achtung, tote Stelle. Ja. Geh halt weg. Ja, wunderbar. Da kommst du doch jetzt sowieso nicht mehr hoch. Niemals. Keine Chance. Was ist das? Ich sag's mal so, ne? Ich bin doch so dumm. Ich hatte eigentlich schon geplant, heute noch ein bisschen mehr zu schaffen als ein einziges Level. Auch wenn es doppelt war, egal. Es war trotzdem nur ein Level. Die Musik kotzt mich so an. Ich mach gleich meine Kopfhörer raus. Wie hat der mich getroffen? Ich bin gesprungen. Kartunk. Das ist eigentlich das Einzige, was mich am Leben erhält hier. Ja, es erhält dich perfekt am Leben, Mario. Perfekt. Dieses Geräusch, wenn man auf die Gegner aufbringt. Ich liebe dieses Geräusch irgendwie. Dieses. Heilige. Geh doch weg. Nein! Wow, wäre fast gestorben. Eine Welt pro Part, habe ich gesagt. Wird auch gemacht. Ich habe nie von der Länge der Parts gesprochen. Der geht jetzt fast eine halbe Stunde. Die Renderzeit, ne? Die wird klasse. Upload ist kein Problem, weil die Renderzeit. Oh yeah, mein Crap-Top wird abkacken. Beziehungsweise ich werde abkacken, weil ich in der Zeit nichts machen kann. Können wir darüber mal reden. Ich könnte natürlich Zelda Skyward Sword spielen, aber habe ich zum Geburtstag gekriegt. Dümmster Wunsch ever. Klingt hart, ist leider wahr. Also, ne. Das Spiel ist echt. Ne, das damit ich ne, ich nein, ich kann das nicht spielen. Die Steuerung kotzt mich an. Die Gebiete kotzen, das Gebiet kotzt mich an. Ich bin gerade erst in der Ranel. Steinwüste da bei diesen Goronen da. Das kotzt mich irgendwie alles an. Dann funktioniert die Steuerung nicht. Dann kommen irgendwelche Gegner, die einen dann killen, weil die Steuerung nicht geht. Und das macht keinen Spaß, deswegen spiele ich es einfach nicht. Weil ich hätte mir doch Animal Crossing wünschen sollen. Manchmal bin ich ein bisschen blöd. Ja, das. Passt. Oder Mario 3D Land. Einfach nicht Skyward Sword. Das ist echt eine Enttäuschung. Es ist schon echt traurig, das sagen zu müssen, als Zelda-Fan. Aber das ist ein schlechtes Spiel. Ja. Was soll ich uns noch sagen? Skyward Sword ist kein gutes Spiel. Das macht nämlich keinen Spaß. Zumindest mir nicht. Ist ja klar, dass es meine Meinung ist, ne? Nicht, dass ich das jetzt generell verallgemeiner. Wenn ihr sagt, dass Skyward Sword geil ist, tut dies. Ich kann für meinen Teil nur sagen, ich mag Skyward Sword irgendwie überhaupt nicht. Blöderweise
in Let's Plays. Ich habe mir davon ja auch mal ein paar Let's Play Parts angeschaut, da hat es mir gefallen. Aber selber spielen? Ne. Das ist echt eklig. Twilight Princess, das ist ein geiles Spiel. Boah, ist das geil. Ach, Oder Ocarina of Time. Oh, darüber könnte ich schwärmen, ne? Es hat alle seine furchtbaren Stellen. Twilight Princess, die Schattenkristall sammeln, Blödsinn da dreimal. Und dann am Ende ist es sowieso egal. Ocarina of Time hat so ein paar nervige Stellen mit. Dass du irgendwie im Schattentempel ist es, glaube ich, so blöd zurückgesetzt wirst irgendwie, wenn du da irgendwo stirbst. Oder im Wassertempel die Einstellung mit diesen Strudeln, die halt so ein bisschen nervig ist. Aber das ist halt nichts, was ein Spiel unspielbar macht. Du denkst dann halt so, ich habe jetzt keinen Bock mehr für den Moment. Und kommst eine Stunde später wieder und spielst halt weiter. Aber in Skyward Sword ist es halt so, es kotzt dich einfach an und du spielst es nicht mehr, weil es dich ankotzt. Das gesamte Spiel kotzt dich einfach an. Denkst halt einfach nur an dieses Spiel und denkst so, bleh. Ist halt so. In meinem Fall. Ach komm, jetzt mal. Was ist denn an der Stelle so schwer? Nee, ich verstehe es nicht. Ich sag mal so, ne? Das, was ich jetzt gerade erzähle, ist sowieso komplett egal, weil keiner mehr dabei ist. Oder ist noch wer dabei? Nintendo-Songs? Irgendwer? Nintendo-Songs? Heiliges! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Nein. Nein, 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 nein. Ihr kranken Schweine! Ihr Schweine! Hunde! Ja, ich bin gerade aufgestanden. Oh Gott, das Bild war heiß alles. Also, lass uns weitermachen. Hi. Lol. Ich sag vor allem noch am Anfang des letzten Levels so, ja, das sieht einfach aus als das davor. Ja, gut. Ich meine. Aussehen ist nicht alles, ne? Liebe Jungs. Wollt ihr eine betrügerische Schlampe heiraten? Naja, leider ist ja irgendwie das wirklich so, dass die meisten einfach nur aufs Aussehen gucken. Ist halt irgendwie traurig, ne? Aber jedem das seine. Alter! Ach, wisst ihr, ist mir total egal gerade, ne? Ich hab ein neues Level. Ich habe sozusagen. Ich habe hier am Anfang mit einem Save Point und alles. Ach, apropos Save Point, ich sollte lieber ein Save State setzen. Uah. Sonst geht gleich noch einiges schief hier. Ich meine, ist ja in diesem Fall jetzt kein Problem, dass ich Save States benutze, da man sowieso am Anfang des Levels startet. Deswegen mach das einfach mal schnell. Oh, selbst beim Checkpoint, ne? Ah. Egal. Die werde ich einfach nicht laden. Und dann einfach. Wer redet von Safe States? Ah, jetzt kommt das Castle. Bitte keine Rätsel-Castle, das kotzt mich immer ein bisschen an. Als ob ich durch das zweite Level so übelste Probleme hatte und durchs dritte so richtig durchgeruscht bin. Und jetzt geht das wieder los. Ich sollte lieber nichts sagen. Jetzt habe ich gerade so übelst Bock, Twilight Princess zu spielen. Das ist nicht normal. Blub. Blub. Und beinahe ein viertes Blub. Was ist das hier? Och, nö, da muss man Anlauf nehmen. Ich kann diese Sprungphysik. Mittlerweile kann ich sie wieder. Also wegen Sprüngen sterbe ich an sich nicht mehr. Deswegen ist das jetzt nicht das Problem. Aber warum das Feuer auf einmal her? Gerade eben war kein Feuer da. Was ist denn das hier?
Oh. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was wird das denn jetzt? Ist mir egal, ich habe hier sowieso einen Save Point. Ups. Jetzt mach doch nicht noch einen extra einen Save Save, du hast doch schon einen. Ja. Denkt ihr, ich warte auf euch? Guck mal, jetzt ist gar kein Feuer da. Gerade eben war doch dieser Feuer drehend Kreisel da. Jetzt ist er nicht da. Lel, la, lul. Lol. Ich warte lieber doch auf euch. Jetzt guck ich gerade in OBS rein. Guck dort aufs Fenster, wie es dort und spiele mit dem Fenster dort. Ich lasse es. Die Hunde sind wieder drinnen. Ist ihr das Geilste? Die werden immer rausgelassen. Also, die sind sowieso den ganzen Tag nur drin. Ja. Dann werden sie rausgelassen, 5 Minuten. Und dann werden sie wieder reingeholt. Also, 5 Minuten ist jetzt übertrieben, ne? Maximal 5 Minuten. Aber gerne auch mal nach 22 Uhr oder vor 6 Uhr. Das Geilste war immer um 2:30 in der Nacht. Habe ich gedacht, okay. Ich meine, ich habe ja noch nicht geschlafen, aber es ist trotzdem 2:30, verdammt, das ist ein bisschen, ich sag mal so, es gibt Ruhezeiten in diesem Land. Und die werden da nicht ganz eingehalten. Aber, naja, kümmern uns da. Heute ist der Part der verrückten Stories, ne? Und der behinderten Kubas. Religionsstories, Klo-Stories, generelle Schul-Stories, Nachbarschaftsstories. Und das ist halt irgendwie, Mann! Was ist jetzt los? Ich versuche jetzt gerade mich zu konzentrieren, aber leider funktioniert das irgendwie nicht so ganz. Ah, jetzt geht's. Aber das ist doch jetzt ein bisschen dumm. Nein. Nein, 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 ja? Was? Was labert der für eine Scheiße? Okay. Ja. So, ich mache jetzt mal meinen Mute wieder aus, um euch mal jetzt die Geräuschkulisse zu präsentieren. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich mich gerade gemutet habe. Das ist der Grund. Deswegen bin ich jetzt wieder kurz weg. Beziehungsweise, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das? Es ist Luigi mit seinem Schreck weg. 0815. Mann, ich mute mich wieder. Steckt professionell. Warum ist dieses Feuer jetzt nicht da? Mal ist es da, mal ist es nicht da. Es hat einfach teilweise noch keinen Bock. Fall doch richtig.
Er macht nie das, was ich will, ne? Wenn ich es nicht will, fällt er irgendwo rein. Und wenn ich es will, dann macht es nicht. Das ist doch bescheuert. Jetzt aber. Yeah! Lauf! Das ist viel einfacher. Viel einfacher. Einundvierzig Minuten. Was zur Hölle? Es liegt allerdings nicht zuletzt daran, dass. Ja, komm. Hör auf mit Ausreden. Nicht zuletzt daran, dass ich diesen komischen Safe-Set geladen habe. Warum habe ich jetzt einen gemacht? Weil. Los, fall da runter. Ich will das Video nicht rendern. Ich muss so viel wegschneiden und so viel rausmachen. Bläh. Ich hasse das. Langsam habe ich keinen Bock mehr. Ja, jetzt geht einfach random der Lüfter total ab. Warum nicht, ne? Einfach random. Ist ja nicht so, dass das ein scheiß SNES ist. Hey, ne, manchmal. Ich hasse meinen Laptop. Echt, ganz im Ernst. Größter Fehlkauf ever. Skyward Sword war ja ein Wunsch und ein Geschenk dann demnach. Okay, aber immerhin habe ich jetzt gerade schon sehen können, dass meine Audiospur eine Sekunde hinter der Videospur hängt. Wieso hat es jetzt funktioniert und sonst immer nicht, obwohl ich genau gleich gemacht habe. Genau wie hier mache ich es auch genauso, immer, jedes Mal. Egal. Ist ja vollkommen legitim, dass du dann stirbst, Mario. Ist ja. Ich sag doch gar nichts, Mario. Ist doch alles gut. Du hast ja schon schwer genug in deinem Leben. Prinzessin retten, Kart fahren. Ich meine, hab ich gesagt. So. Mal schauen, was uns jetzt noch erwartet. Oh, nächster Part. Bis dann. Ciao.